Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir versammeln uns hier jeden Morgen um 8 Uhr, sogar samstags, um gemeinsam das wichtigste Buch neben der bekannten Bhagavad Gita, die zeige ich euch auch kurz, das wichtigste Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu studieren. Ich betone studieren. Und zwar jeden Morgen treffen wir uns hier live. Den Zugangslink für unsere Zoom-Konferenz, den findet ihr in der Infobox. Und ich möchte mich nochmal bei allen, oder ich möchte alle Zoom-Teilnehmer herzlich begrüßen. Und wir haben heute wieder den nächsten Vers in unserem Srimad Bhagavatam, nämlich den 11., ein sehr berühmter und wichtiger Vers. Und gestern hatten wir eine, fand ich, ganz fantastische Sitzung mit unserem lieben Vaidyanath Prabhu aus Hamburg, der von Srila Prabhupads Besuch 1974 in Schloss Rettershof berichtet hat, wo er sich auch mit einem Professor der Philosophie und einem sehr bekannten deutschen Esoteriker getroffen hat, nämlich er heißt Dr. Professor Dr. Karl Friedrich Graf von Dürkheim. Graf von Dürkheim. Genau, da bleibt einem die Stimme in der Kehle stecken, also ein adliger Graf. Und ja, das Interessante ist, dieser Graf Dürkheim, die haben sich dann für Morgenspaziergänge getroffen und gleich das erste Thema, ich konnte es nicht glauben, war der 11. Vers des 2. Kapitels im Srimad Bhagavatam. Also gleich das erste Gesprächsthema war der Vers, den wir heute dran nehmen. Und ich hatte gestern so ganz locker flockig gedacht, ach, wir schauen uns doch mal so eine Passage aus diesem Gespräch an und konnte heute Morgen meinen Augen nicht trauen, dass gleich der erste Vers, den Srila Prabhupada zitiert, gleich unser Vers hier heute Morgen ist. Und das war für mich dann wieder eine Bestätigung, dass dieses Buch lebt. Marc, vielleicht kannst du dich ein ganz bisschen mit deinen Kommentaren zurückhalten. Dankeschön. So, und das war für mich ein Zeichen, dass Srimad Bhagavatam lebt. Es ist mit uns jeden Tag mit dabei. Wenn man es regelmäßig liest, nimmt dieses Buch direkten Einfluss auf unser Leben. Und bevor wir starten, chanten wir ein paar glückverheißende Verse zum Beginn, um auch diese Sitzung unter einem glückverheißenden Vaikuntha-Stern laufen zu lassen. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man seine achtungsvollen Ehrerbietungen Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, darbringen. Nashta prayeshvabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki.
Wenn man regelmäßig aus dem Srimad Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit erlesenen Gebeten gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einmal eure Mikrofone einschalten und den Hare Krishna Mahamantra mitchanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank. Ja, und wir gehen schnurstracks zu diesem wichtigen Vers. Zweites Kapitel, Nummer 11. Vadanti tat tatva vidas tatvang yakyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shaptyate. Und ihr hört schon an den letzten beiden Zeilen, brahmeti paramatmeti bhagavan iti shaptyate. Um diese drei Wörter geht es hier nämlich ganz besonders. Wir schauen uns mal das Sanskrit, die Wort-für-Wort-Übersetzung an. Vadanti, das heißt übersetzt, sie sagen. Tat, das. Tatva vidaha, die erfahrenen Seelen. Wir hatten schon mal über das Wort Tatva gesprochen. Das ist so viel wie Wahrheit, eine Kategorie der Wahrheit. Tatvam, die absolute Wahrheit. Nochmal Tatvam. Yat, welche, Jnanam, Wissen, Advayam, nicht dual, auch interessant. Das Wort dual kommt eigentlich aus dem Sanskrit dva, dva. Und wir wissen aus dem Latein schon, dass manchmal das V wie ein U zu lesen ist. Und das V und das U, das ist sehr dicht beieinander. Also wenn man es anders liest, a, ad, duayam, dann hört man das schon weiter. Und die Zahl 2, also die englische Zahl 2, 2 geschrieben, da sieht man das auch. Oder auch schon im Deutschen 2 kann man es auch noch erkennen. Also dieses Dual oder 2 kommt tatsächlich aus dem Sanskrit Advayam und bedeutet eben, wenn eine Sache gespalten wird, dann wird diese eine Sache eben schon zu zwei Sachen. Aber hier wird beschrieben Advayam, also ein A ist davor. Wir kennen das aus dem Deutschen asozial. Wenn jemand asozial ist, dann ist er eben nicht sozial. Und genauso, wenn etwas Advayam ist, ist etwas nicht zwei. Es ist nicht gespalten oder nicht dual, wie es hier beschrieben wird. Dann Brahma iti, genannt Brahman. Paramatma iti, genannt Paramatma. Und Bhagavan iti, genannt Bhagavan, Shabdyate, es klang so. So, und jetzt gucken wir, was das im verständlichen Deutsch übersetzt heißt. Gelehrte Transzendentalisten, die die absolute Wahrheit kennen, bezeichnen diese nicht-dualistische Substanz als Brahman, Paramatma und Bhagavan. Und jetzt kommt die Erläuterung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und dem Übersetzer und Kommentator dieser schönen Bücher. Er erläutert, die absolute Wahrheit ist sowohl Subjekt als auch Objekt und zwischen beiden besteht kein qualitativer Unterschied. Daher sind Brahman, Paramatma und Bhagavan qualitativ ein und dasselbe. Qualitativ wohlgemerkt. Dieselbe Substanz wird von denen, die die Upanishaden studieren, als unpersönliches Brahman erkannt. Von den Hiranyagarbhas oder Yogis als lokalisierter Paramatma. So. Und von den Gottgeweihten wird die absolute Wahrheit, diese nicht-duale Substanz als Bhagavan erkannt.
Mit anderen Worten, Bhagavan oder die Persönlichkeit Gottes ist der höchste Aspekt der absoluten Wahrheit. Paramatma ist die Teilrepräsentation der Persönlichkeit Gottes und das unpersönliche Brahman ist die leuchtende Ausstrahlung der Persönlichkeit Gottes. So, jetzt kommt ein Beispiel, Srila Prabhupada gibt jetzt ein Beispiel, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. So wie das Sonnenlicht die Ausstrahlung des Sonnengottes ist. Also man hätte jetzt vielleicht im ersten Moment vermutet, Srila Prabhupada hätte gesagt, die Sonne. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er nennt es hier den Sonnengott. So. Wie das Sonnenlicht die Ausstrahlung des Sonnengottes ist. Weniger intelligente Schüler, ganz gleich, welcher der oben genannten Schulen sie angehören, argumentieren manchmal zugunsten ihrer eigenen jeweiligen Verwirklichung. Aber diejenigen, die vollkommene Seher der absoluten Wahrheit sind, wissen sehr wohl, dass die drei obigen Aspekte der einen absoluten Wahrheit verschiedene Betrachtungsweisen darstellen, die sich aus den verschiedenen Blickwinkeln ergeben. Ja, hier ist der erste Absatz von zwei zu Ende. Gucken wir uns das nochmal kurz an. Also was ich interessant finde, ist, dass Srila Prabhupada hier nicht von der Sonne spricht, sondern vom Sonnengott. Und da wären wir nämlich schon, welche Rolle spielt denn die Sonne? Ich weiß aus anderen Beschreibungen Srila Prabhupads, wo Prabhupada eben die Sonne als diesen Zwischenaspekt Paramatma erwähnt. Also wir haben einmal die Ausstrahlung, das ist vergleichen kann man das mit der Brahman-Ausstrahlung, die Strahlen der Sonne, das Sonnenlicht. Man kann es nicht richtig greifen, das Sonnenlicht, aber man kann sehr wohl sagen, wir haben Sonnenlicht. Zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber vor eineinhalb Stunden war es noch dunkel, aber jetzt braucht man fast gar kein Licht mehr anmachen im Raum. Es genügt schon das Sonnenlicht, dass man sich zurechtfindet. Aber trotzdem kann man das Sonnenlicht nicht richtig lokalisieren. Es ist einfach da. Es ist durchdringend. Dann, wenn wir uns die Sonne am Himmel anschauen, dann können wir schon dieses Licht, also diese Ausstrahlung, können wir schon lokalisieren. Ah, das kommt von der Sonne, von der Sonnenscheibe. Das kann man vergleichen mit dem Paramatma-Aspekt. Das ist also ein Teilaspekt der Persönlichkeit Gottes, weil, so wird es weiter beschrieben, wenn wir angenommen, wir hätten die Fähigkeit, die physische Fähigkeit, auf dem Sonnenplaneten zu landen und einen Körper zu haben, der den Umständen des Sonnenplanetens, der denen also entspricht, sonst würden wir ja sofort verbrennen, dann würden wir sehen, dass der Sonnenplanet ein richtiger Planet ist, wo auch alles Mögliche zu finden ist. Also auch wie hier auf dieser Erde. So wird es zumindest im Srimad Bhagavatam beschrieben, auch wenn es für uns im ersten Moment vielleicht etwas fantastisch klingt. Aber das Srimad Bhagavatam erklärt, dass auch andere Planeten im Universum bewohnbar sind, wenn man den entsprechenden Körper besitzt. Und wenn man dort also weiter sich umschaut auf diesem Sonnenplaneten, wird man das Oberhaupt der dort lebenden Wesen antreffen können, nämlich den Sonnengott. Und so wird hier beschrieben, dass das Sonnenlicht tatsächlich vom Sonnengott kommt. Ja, das ist sehr erstaunlich. So, und bevor wir hier weiterlesen, schauen wir uns mal dieses Gespräch an zwischen Srila Prabhupada und Graf Dürkheim. Ich schaue mal kurz. Wir hatten gestern auch schöne Fotos gesehen von Graf Dürkheim und Srila Prabhupada. Also da schaut euch einfach gerne die Episode 198 an.
Da zeigt Vaidyanath diese Fotos. Und ja, hier sehen wir Srila Prabhupada auf diesen Morgenspaziergängen. Und bei einigen Spaziergängen war eben auch dieser Graf Dürkheim dabei. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Es ist nicht besonders lang, aber sehr interessant. Und zwar spricht Srila Prabhupada mit Professor Karl Fried Graf Dürkheim. Ja. Und Srila Prabhupada fängt dieses Gespräch an. Ich habe gehört, Sie lehren ein Yoga-System. Jetzt antwortet Graf Dürkheim, nein, ich habe nie Yoga gelehrt. Ich war vielmehr Professor für Philosophie und Psychologie. Ich verbrachte den Krieg in Japan. Interessant, das hatten wir gestern auch erwähnt. Graf Dürkheim war nämlich beauftragt, das ist also wirklich eine kuriose Person. Er war beauftragt worden, von den Nationalsozialisten nach Japan zu reisen, um den Zen-Buddhismus und auch um den Samurai-Kult zu untersuchen. Das ist jetzt wirklich interessant. Wir wissen ja, dass es im Nationalsozialismus gab es eine Abteilung, die nannte man SS. Das war so die Speerspitze des Nationalsozialismus, die militante Speerspitze, so eine Art Ritterorden. Die haben daraus einen Ritterorden schon gemacht. Und sie wollten eben herausfinden, wie war es denn mit diesen Samurais? Die Samurais sind bekannt auch sehr gehorsam, die den Befehl des Meisters auszuführen, ohne Rücksicht auf das eigene Leben. Und das fanden die Nazis, besonders dieser SS-Orden, fand das spannend. Und so haben sie den Graf Dürkheim beauftragt, nach Japan zu gehen, dorthin zu reisen, um sich das genau anzuschauen und das wissenschaftlich zu untersuchen. Also mit so einem Mann hatte es Srila Prabhupada hier zu tun. Dann, als der Krieg zu Ende war, hat sich Graf Dürkheim auch ganz offiziell vom Nationalsozialismus distanziert. Den meisten blieb auch nichts anderes übrig. Aber wir gehen mal davon aus, dass er das ernst gemeint hat. Und hat dann eine eigene esoterische Schule ins Leben gerufen im Nachkriegsdeutschland. Und hatte also tatsächlich auch eine beträchtliche Anhängerschaft und ein Zentrum im Schwarzwald. Hatte ein eigenes Esoterikzentrum, wo man auch hinreisen konnte und vielleicht sogar auch wohnen konnte, also so eine Art Seminarzentrum. Darüber hören wir gleich. Das wollte ich nur noch mal hier erwähnen, dass wir mal verstehen, wer war denn das, dieser Graf Dürkheim? Und jetzt gucken wir mal, wie dieses Gespräch weitergeht. Ich verbrachte den Krieg in Japan, sagt dieser Graf Dürkheim. Mein geistiger Meister ist Meister Eckhart, der große deutsche Mystiker des 13. Jahrhunderts. In Japan traf ich auf Zen und entdeckte die gleiche Wahrheit. Wieder einmal sah ich, dass es nur eine Wahrheit gibt. Von Japan zurückkehrend lehnte ich alle Angebote zu einer erneuten Professur ab und begann in einem kleinen Tal in den Bergen des Schwarzwaldes zu arbeiten und Bücher zu schreiben. Heute haben wir dort, was Sie, Srila Prabhupada, einen kleinen Ashram nennen würden. Es leben dort etwa 50 bis 60 Personen. Also er hatte so eine Art eigenes Zen-Kloster. Erstaunlich. Menschen kommen und gehen, die versuchen, ihr wirkliches Selbst zu finden. Das ist unsere Arbeit. Ja, also dieser Graf Dürkheim war da also sehr aktiv. Jetzt spricht Srila Prabhupada wieder. Und unverblümt und schnurstracks zitiert er den heutigen Vers, muss man sich mal vor Augen halten. Er sagt, die absolute Wahrheit wird in drei Aspekten erkannt.
Vadanti tat tatva vidas tatvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Er zitiert das jetzt auf Deutsch. Gelehrte Transzendentalisten, die die absolute Wahrheit kennen, nennen diese nicht-duale Substanz Brahman, Paramatma und Bhagavan. Bhagavat, Srimad Bhagavatam 1, 2, 11. Jetzt spricht Srila Prabhupada weiter. Manche verwirklichen die absolute Wahrheit also als unpersönliches Brahman, andere verwirklichen die absolute Wahrheit als lokalisierten Paramatma und die endgültige Verwirklichung ist die Erkenntnis des höchsten persönlichen Gottes. Wir bemühen uns um die Erkenntnis des höchsten persönlichen Gottes, Krishnas. Krishnas tu Bhagavan Svayam, wie es in den vedischen Schriften heißt, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Welchen Aspekt der absoluten Wahrheit versuchen Sie zu verwirklichen? Den Paramatma, den unpersönlichen, das unpersönliche Brahman oder die höchste Persönlichkeit Gottes? Fragt Srila Prabhupada, den Graf Durkheim. Und Graf Durkheim antwortet, letztlich verwirklicht man ohnehin alle drei. Srila Prabhupada sagt, nein, alle drei sind zwar eins, doch es gibt Unterschiede entsprechend der Sichtweise. Ein Berg zum Beispiel erscheint aus der Ferne, betrachtet als dunstige Wolke, als eine dunstige Silhouette, wie eine Wolke. Wir kennen das vielleicht, die in der Schweiz wohnen. Bei bestimmten Wetter kann man manchmal nicht mehr richtig sehen, ist das da hinten jetzt ein Berg oder eine große Wolke. Kommt man aber ein wenig näher, sieht man einen Berg. Kommt man ein wenig näher, sieht man eine grüne Erhebung. Und wenn man dann den Berg besteigt, erkennt man den Berg, wie er ist, mit Tieren, Bäumen und so weiter. Also man sieht direkt alles auf diesem Berg, dass es dort eben auch Tiere gibt, Bäume. Das Objekt ist dasselbe, nur die Sicht ist verschieden. In Indien, das heißt heutzutage eigentlich überall, sehen manche die absolute Wahrheit als unpersönlich an, ohne jede Vielfalt. Graf Durkheim. Die Buddhisten zum Beispiel, Srila Prabhupada entgegnet, deren Philosophie ist es sogar, jede Form der Verwirklichung zu beenden. Nirvana. Sie wollen keine Verwirklichung. Sie wollen die Verwirklichung beenden, um zum Nichts zu werden. Graf Durkheim, nichts. Vom Standpunkt des alten Egos aus gesehen, aber dieses Nichts ist alles von der anderen Seite her betrachtet. Vom Standpunkt des alten Egos aus gesehen ist es nichts. Aber wenn wir es berühren, ist es die Fülle. Es ist alles. Es ist jenseits von etwas und allem, soweit ich es verstehe. Srila Prabhupada. Dieses Jenseits wird, wie ich es Ihnen erklärte, auf verschiedene Weise erkannt. Einige verwirklichen es als unpersönlich und ohne Mannigfaltigkeit, einige als lokalisierten Paramatma-Aspekt und einige verwirklichen es als das höchste Wesen, das sitzen und sprechen kann, wie Sie und ich. Die absolute Wahrheit ist eine Person, die höchste Person, das höchste Wesen. Und wir, die Mitglieder der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, nähern uns ihm. Das nennt man Krishna-Verwirklichung. Am Beginn steht oft die Negation materieller Vielfalt. Dann kommt die Wahrnehmung des Unpersönlichen, dann die Verwirklichung des lokalisierten Aspektes des Paramatma und schließlich die Erkenntnis des höchsten persönlichen Gottes. Es ist wie bei einem kranken Menschen, der zuerst geheilt werden muss, bevor er die Tätigkeit des gesunden Lebens wieder aufnehmen kann. Auch der Kranke ist aktiv. Er isst, er schläft, er entleert sich, aber all sein Tun ist leidvoll. Enttäuscht will er daher alles Handeln zum Nullpunkt bringen. Ah, das ist ein interessantes Beispiel. Und wenn er hört, dass man auch im gesunden Leben isst, schläft und sich entleert, glaubt er, das sei ebenso leidvoll wie in
seinem Krankenzustand. In ähnlicher Weise versuchen manche Philosophen, die krankhafte Bedingtheit des Lebens ohne jede Kenntnis vom gesunden Leben zu negieren. Die buddhistische Philosophie spricht von Nirvana, von der Negation, also Verneinung der krankhaften Bedingtheit des Lebens, der Leiden und der Freuden. Habe ich recht? Graf Dürkheim, ja, sicherlich haben Sie recht. Ich glaube, die Buddhisten erkennen das, was von der einen Seite her gesehen als negativ erscheint, wie Krankheit zum Beispiel oder Tod, und was vom natürlichen Ego aus gesehen gewiss auch nicht geschätzt wird. Aber wenn wir weitergehen, ist dies gerade die Schwelle zu einer davon völlig verschiedenen Realität. Srila Prabhupada. Sicherlich verschieden, wie auch in dem Beispiel, das ich Ihnen gab. Die Realität des krankhaften Zustandes unterscheidet sich von der Realität des gesunden Zustandes. Wenn wir aber die Realität des gesunden Lebens in der Realität des Erkrankten, an der Realität des erkrankten Lebens messen, werden wir zu falschen Schlüssen kommen. Ja. Dann gab es ein kurzes Schweigen, die haben also darüber nachgedacht. Und dann fängt Graf Dürkheim an, ein neues Thema zu wählen. Das werden wir hier aber nicht erwähnen oder erörtern. Der Tod, was ist der Tod? Und dann sprechen Srila Prabhupada und Graf Dürkheim über den Tod. Ja, das ist dieses Gespräch oder ein Teil dieses Gespräches zwischen Srila Prabhupada und Graf Dürkheim. Und sehr erstaunlich sprechen sie über diesen Vers, den wir auch heute durchgenommen haben. Vadanti-tat-tat-va-vidas. Und ja, Srila Prabhupada gibt hier interessante Beispiele von diesem Berg. Das wäre zum Beispiel etwas für unseren Quiz-Donnerstag. Also da kann ich euch vielleicht schon mal drauf vorbereiten. Am nächsten Donnerstag oder überhaupt jeden Donnerstag wollen wir ein Quiz-Ratespiel hier veranstalten. Das wird nicht auf YouTube hochgeladen und auch nicht aufgezeichnet. Und da werde ich euch dann Fragen stellen zu bestimmten Themen, die wir hier im Verlaufe der Woche auch durchgenommen haben. Und ein Thema ist dieses Beispiel vom Berg, übertragen auf diese vedische Dreifaltigkeit, so nenne ich sie gerne, nämlich Bhagavan, Paramatma und Brahman. Das möchte ich euch nochmal zum Abschluss kurz nochmal versinnbildlichen. Also Srila Prabhupada spricht hier vom Brahman-Aspekt und vergleicht es mit diesem Berg, den man nur als Silhouette hinten am Horizont wahrnimmt und sich sogar vielleicht die Frage stellt, ist es jetzt tatsächlich ein Berg oder ist es eine große dunkle Wolke? Dann, wenn der Mensch auf diesen Berg zuschreitet, erkennt er plötzlich, er steht sozusagen vor dem Berg und sieht, das ist ein richtiger Berg. Ich kann zwar noch nicht die Details erkennen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, das ist ein Berg. Das ist keine Wolke, das ist ein richtiger Berg. Diese Situation wird mit der Paramatma-Erkenntnis verglichen. Und dann macht sich der Mensch drauf, diesen Berg zu besteigen und stellt fest, wow, hier gibt es richtig Vielfalt. Es gibt hier Felsen, es gibt hier Bäume, Blumen, Schmetterlinge und ich sehe Tiere, die Zuhörer aus der Schweiz heute können das sicherlich gut nachempfinden. Man sieht dann vielleicht einen Steinbock oder so Bergkühe. Man hört diese Glocken. Und und so sieht man, dass dort richtig Vielfalt herrscht und sogar Persönlichkeit herrscht. Vielleicht kommt dann so ein Bergbauer plötzlich runter. So ein Schweizer Bergbauer, so stelle ich ihn mir gerade vor, mit so einer Schlappmütze und sagt Grüezi und hat einen Stoppelbart
und ruft nach seinen Kühen. Und wir stellen plötzlich fest, oh, es ist richtig persönlich hier auf diesem Berg. Hier gibt es richtige Personen. Und das ist der Vergleich, den man ziehen kann von der absoluten Wahrheit. Ja, und vielleicht ein anderes, moderneres Beispiel. Wir kennen vielleicht diese Star Wars Filme, Krieg der Sterne. Die habe ich als Kind schon gesehen und da wurde immer von der Macht gesprochen. Möge die Macht mit dir sein. Konnte man nicht so richtig greifen und wusste nicht genau, was das ist. Aber wir waren irgendwie alle damit einverstanden. Ja, es gibt da eine Macht, eine gute Seite der Macht, die, mit der man sich auch verbinden konnte. Und dann der Paramatma-Aspekt, da erkennt man, dass Gott im Herzen aller Lebewesen ist. Das stelle ich auch oft fest, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die nicht jetzt atheistisch sind. Die sind schnell einverstanden. Ja, Gott ist in uns allen. Er ist irgendwie in uns allen da, präsent. Und gestern war ich hier im Supermarkt, das ist ganz, ganz lustig. Da lief dann so Radio, die haben so Supermarktradio, und da lief dann so ein neuer Schlager. Ich werde den nochmal untersuchen, demnächst. Und der Refrain ging irgendwie, hör auf deine innere Stimme, hör sie, sie sagt dir ganz klar, was du machen sollst, verlass dich auf sie, sie täuscht dich nicht. Irgendwie so ähnlich. Wir können das gerne nochmal, ich gehe der Sache gerne nochmal nach. Aber da musste ich an diesen Paramatma-Aspekt denken. Weil das ist, was wir oft als die innere Stimme auch bezeichnen. Zumindest wenn wir, da muss man natürlich vorsichtig sein, manchmal kommen da auch andere Stimmen zum Vorschein, aber die Menschen sind sich einig im Großteil, dass es so eine Art siebten Sinn gibt. So eine plötzliche Stimme, die sagt, mach das nicht. Oder die dir sagt, ja, mach das. Und wenn wir das tatsächlich dann machen, kommt da etwas sehr Gutes bei heraus. Ja, und genau. Und dann haben wir halt eben noch den Bhagavan-Aspekt. Das fällt schon vielen Menschen doch schwer, auch sogar religiösen Menschen fällt das schwer, anzuerkennen, dass Gott eine richtige Person ist. Ich habe zum Beispiel in meiner Umgebung hier habe ich viele Muslime. Und ja, für sie ist Gott irgendwie alldurchdringend. Und wenn man jetzt aber anfängt, ein Bild darzustellen, dann werden viele Muslime schon nervös. Für die, sie nennen das Schirk, das darf man nicht, weil man würde mit materiellen Farben oder Substanzen dann versuchen, Gott nachzuempfinden. Und Gott ist so jenseits dieser materiellen Welt, so erhaben und so rein, dass das ein kläglicher Versuch einfach nur ist und wie ein Vergehen oder ein Frevel zu betrachten ist. Da sind die also sehr, teilweise sehr empfindlich. Aber wenn man sich den Koran und den Islam genauer anschaut, kommen doch so Passagen vor, wo man sagt, Allah, dieses Wesen kann man begegnen im Paradies, aber eben nur, wenn man sehr rein ist und völlig Abstand genommen hat von der materiellen Welt, dann kann man dieses Wesen tatsächlich auch begegnen und sehen. Und demzufolge, die Schlussfolgerung ist, dass es doch ein Wesen mit Form sein muss. Aber eben, da sind die Muslime sehr zögerlich. Naja, und aber im Vaishnavatum, in der Vaishnava-Betrachtungsweise des Srimad Bhagavatams, da wird eben glücklicherweise, und das macht dieses Srimad Bhagavatam so einzigartig, im Srimad Bhagavatam werden genaue Beschreibungen geliefert, wie dieses höchste Wesen genau aussieht, was wir uns da genau drunter vorstellen sollen. Da gibt es also Hunderte von Versen, die genau beschreiben, wie,
Gott aussieht, wie seine Haare aussehen, wie seine Hauttönung aussieht, die Augen gleichen Lotusblütenblättern und so weiter und so fort. Das heißt, die vedische Version ist, ja, das stimmt, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen, aber damit ist gemeint kein eigenes Bildnis, also dass du dir einfach irgendetwas ausdenkst und dann auf die Idee kommst, das ist jetzt Gott. Das wird auch von den Veden abgelehnt oder zurückgewiesen, diese Idee. Aber wenn man sich ein Bildnis Gottes macht, das ganz streng nach den Beschreibungen des Srimad Bhagavatams und anderer vedischer Literatur vorgelegt wird, dann ist dies völlig, völlig in Ordnung oder sogar wird es sogar empfohlen. Ja, ich denke, da haben wir doch einen Einblick bekommen und morgen hören wir dann, wie es mit dieser Erläuterung weitergeht zu diesem besonderen Vers. Im Chatfenster sehe ich im Moment nichts. Falls euch da irgendwas noch zu einfallen sollte oder eine Frage noch in den Sinn kommen sollte, hebt sie euch sonst gerne für morgen auf. Ja, ansonsten bedanke ich mich für eure Teilnahme und auch in den nächsten Tagen werden wir wieder ein paar besondere Gäste hier haben und wie gesagt, am Donnerstag haben wir unseren Fragequiz-Donnerstag. Da seid ihr dann an der Reihe, Fragen zu beantworten und vielleicht auch die ein oder andere Sache zu erklären. Ja, und in diesem Sinne können wir ja einmal gemeinsam den Hare Krishna Mantra chanten. Oder Marc, hast du noch eine Frage zu diesem Thema? Ich frage dich, wie bist du so wunderbar und großartig, dass du diese Lecture so perfekt geben kannst? Wie kannst du das? Hare Krishna. Auf sowas war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir schalten alle unsere Mikrofone einmal ein. Und ja, alles, was wir hier sagen, ist auf der Grundlage von Srila Prabhupads Büchern. Manchmal versucht man das auch anhand eigener Erfahrungen nachzuempfinden. Das ist, denke ich, auch völlig in Ordnung, weil es ist ja eine lebendige Philosophie, die mit unserem echten Leben auch etwas zu tun hat. Aber sonst ist das alles hier Srila Prabhupada und die vorangegangenen Acharyas. So, ich singe einmal vor und dann könnt ihr gerne einmal mit eingeschalteten Mikrofonen den Hare Krishna Mahamantra nachchanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.